Ich koche und bewerte ein Gericht von jedem Land auf dieser Welt. Heute machen wir eine japanische Miso-Suppe mit Ramen. Als Grundlage für die Suppe benötigen wir ein Dashi, das ist eine Art Brühe. Dafür kochen wir als erstes ein paar Kombu-Algen auf, bis diese das Aroma ans heiße Wasser abgegeben haben, ca. 10 Minuten. Das gleiche machen wir mit unseren getrockneten Bonito-Fischflocken. Kurz aufkochen und durch ein Sieb geben. In die Brühe geben wir Seidentofu. Dieser ist schön cremig und eignet sich besser für Suppen als normaler Tofu. Danach nehmen wir uns ein Glas mit etwas Brühe und geben 2 Esslöffel Miso-Paste dazu. Diese ist ein wesentlicher Teil der japanischen Küche und besteht hauptsächlich aus Sojabohnen. Zum Schluss kommen noch essbare Algen dazu, auch Wakame genannt. Wer mag, kann auch Ramen aufkochen und diese zu der Suppe dazugeben. Ein paar Frühlingszwiebeln obendrauf und fertig ist unsere japanische Miso-Suppe mit Ramen. Ich bewerte die Suppe mit 7 von 10 Punkten und bin gespannt auf deinen Kommentar mit deinem Lieblingsgericht aus deinem Herkunftsland.